Das 10-in-2-Programm ist super geeignet. Man kann ja den Herzinfarkt auch dadurch davonrennen, dass man sehr viel Bewegung macht. Auch das schaltet auf Autophagie. Aber was man mit dem nicht machen kann, ist für Krebs eine Prophylaxe zu machen. Und da ist die Autophagie eine geniale Möglichkeit, alle vier Tricks auf Autophagie zu schalten. Und da muss man wissen, was ist Autophagie. In jeder Zelle gibt es nicht nur die Erbanlagen, sondern auch Proteine. Und wenn die im Laufe der Zeit verklumpen, dann stirbt die Zelle langsam. Und diesen Anti-Aging-Effekt können wir sensationell nützen. Und das wollen wir auch und hoffen, dass das möglichst viele machen. Diese vier Gruppen, das eine ist nicht essen, die Esspause flexibel zu gestalten, das zweite ist Bewegung und Schlafen. Und dann gibt es einen ganz tollen Trick, den der Francesco Matteo aus Graz gefunden hat, Spermidin. Das ist das, was nicht nur da unten herauskommt, sondern wir sind drauf gekommen, dass auch der angekeimte Weizen die Zelle auf Autophagie schaltet, und das wollen wir nützen, und deswegen haben wir auch in unserem Buch die ganz normalen Rezepte mit Spermidin angereichert, und vielleicht ist das der Grund, warum wir schon ein halbes Jahr in der Bestsellerliste bei den Sachbüchern sind.